So, hallo. Ich habe euch gesagt, ich möchte jetzt jeden Monat ein Problem angehen, dass ich habe ein Defizit, wo ich mich verbessern möchte. Und jetzt im Dezember möchte ich mein Gedächtnis verbessern. Ich habe das Problem, ich kann selektiv sehr gut auswendig lernen. Also wenn du mir einen Theatertext gibst, was weiß ich, Cyrano, dann kann ich die Rolle in 3 Tagen, die habe ich Wort für Wort drauf. Ich habe mein Abitur. Meine ganzen Abiturfragen habe ich vorgeschrieben und auswendig gelernt. 15 Seiten pro Fach, handschriftliche Seiten auswendig gelernt, Wort für Wort. Kein Problem. Was ich nicht kann, ist, wenn ich jetzt heute jemanden treffe und der sagt mir, ich bin der Max, schaffe ich es nicht, 2 Minuten später zu wissen, dass es der Max ist. Es will nicht in meinen Kopf rein, wie er heißt. Meine Kreditkartennummer kann ich mir nicht merken. Wenn ich mit euch Pokémon spiele, und ihr sagt mir, euren Trainercode, der hat 12 Stellen. Ich krieg's nicht hin, mir mehr als 4 Stellen davon zu merken. Und damit soll jetzt Schluss sein. Jetzt habe ich, also sind meine Probleme. Und mein Sohn, der hat auch ein schlechtes Gedächtnis. Er kann sich nämlich zum Beispiel nicht merken, in welcher Reihenfolge er morgens aufstehen soll. Also raus, Fenster aufmachen, lüften, dann aufs Klo, dann Zähne putzen. Oft vergisst er aufs Klo gehen oder er macht das Fenster nicht auf und auch dafür braucht er Hilfestellung und in der Schule hat er auch Probleme, sich Sachen zu merken. Und jetzt haben wir halt recherchiert, also ich habe recherchiert im Internet, habe geschaut, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich werde jetzt im Dezember mit meiner Frau und dem Finn einen Online-Kurs machen. 14 Days to Superbrain. Ich werde keine 14 Tage brauchen, ich werde das in 28 Tagen machen, weil ich bin einfach zu eingespannt momentan. Ich schaffe es nicht jeden Tag, da mich hinzusetzen. Du brauchst laut dem Kurs brauchst eine halbe Stunde am Tag. Und die habe ich zwar theoretisch, aber ich würde gern jeden zweiten Tag. Also ich werde jeden Tag die Übung machen, aber die mir vorgeschrieben wird. Aber halt 2 Tage pro Übungseinheit dafür, dass ich es doppelt wiederhole. Weil ansonsten kriege ich das wahrscheinlich nicht hin. Ich bin gespannt, wie das wird. Nochmal, damit wir es als Fazit haben. Ich möchte meine Kreditkartennummer auswendig wissen, dass wenn ich mir irgendwas kaufe im Internet, schnell ein Spiel, dass ich nicht mein Handy herholen muss, mein Geldbörse herholen muss. Ich will, wenn ihr mir euren Trainercode postet, der hat 12 Stellen, will ich mir die 12 Stellen merken können. Zumindest so lange, bis ich es eingebe, weil momentan ist es ja so, ich sehe den Text, drück auf Freund hinzufügen und habe schon die 12 Stellen vergessen. Also das soll anders werden. Und Namen. Wenn ihr mir sagt, ich bin der Timo, oder wenn ich jemanden treffe und der sagt mir, ich bin der Timo, möchte ich, dass ich den Timo beim nächsten Mal auch noch als Timo erkenne. Zumindest, ich bin ja schon zufrieden, wenn ich in dem 5-Minuten-Gespräch mit dem Timo weiß, dass er der Timo ist. Weil oft ist es halt so, ich vergesse es und muss dann mit den Leuten einfach sagen, sie oder ich versuche immer den Namen zu umschiffen. Es war in der Schule bei mir eigentlich schon so. Ich habe nicht alle Namen von meinen Klassenkameraden gekonnt. Bis zum Abitur nicht. Und ich war 12 Jahre mit denen zusammen. Jetzt in der Firma, wir haben 260 Mitarbeiter. Ich kenne die Namen von 10, vielleicht 15, wenn es hochkommt. Und wenn ich aber in der Firma mich bewege, dann sprechen die mich alle mit Namen an. Und ich denke mir, Alter, wie macht ihr das? Wieso kann ich das nicht? Wieso weißt du, dass ich Markus heiße, aber ich weiß nicht, wie du heißt? Ich sage dann nur Hallo. Und das ärgert mich. Und ich hoffe, dass mir das auch hilft. Ja, also ich halte euch auf dem Laufenden und bin sehr gespannt.